Der heurige Winter war für Südtirols Wintersportler ein Winter der Superlative. Insgesamt 56 Athletinnen und Athleten aus unserem Lande haben an Weltmeisterschaften teilgenommen. 15 davon gewannen sogar Medaillen. Ein unglaublicher Erfolg und alle 56 WM-Stars werden in 10 Tagen am Samstag, 9. April in Oberecken bei einer öffentlichen Feier sich mit ihren Fans treffen. Bereits am Montag wurden hingegen in Rasen die erfolgreichen Wintersportler der Gemeinde Rasen Antholz geehrt. Geladen hatten die beiden Sportvereine von Rasen und Antholz. Gekommen ist die gesamte Bevölkerung. Der Vereinssaal war bis auf den letzten Platz voll besetzt. Bei der Feier, die von der Musikkapelle Niederrasen musikalisch umrahmt wurde, war natürlich auch viel Prominenz dabei. Gottlieb Daschler, Vizepräsident des Biathlon-Weltverbandes, Richard Weißensteiner, Vize-Vizepräsident, der Landespräsident Hermann Ambach, Sporthilfechef Walter Aushofer und Rodelweltmeister Armin Zöckeler, um nur einige zu nennen. Bürgermeister Herbert Berger lobte in seiner Ansprache die jungen, ehrgeizigen und erfolgreichen Athleten seiner Gemeinde. Ihr seid Vorbilder, vor allem für die Jugend und Botschafter des Landes, betonte Berger in seiner Dankesrede. Eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der Gemeinde war in diesem Winter sicherlich die 20-jährige Biathletin Dorothea Wierer. Sie gewann 3-mal Gold bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Novem Mesto und dazu noch Silber in der Staffel. Auch bei der Europameisterschaft in Ridnaun holte sie eine Gold- und 2 Silbermedaillen, 7-mal Edelmetall bei internationalen Wettkämpfen. Das ist bisher noch keiner anderen Athletin gelungen. Ja, logisch ist es besser gegangen, wie ich gedacht habe. Aber jetzt nächstes Jahr fange ich richtig hart zu leben und jetzt bin ich das letzte Jahr Junior gewesen und ja, jetzt muss ich halt hart arbeiten. Wenn ich gut schieße, kann ich unter die Top 10 laufen, wie ich gesehen habe. Aber logisch ist es gut schießen, hätte ich in alle. Deswegen muss ich jetzt halt schauen, einfach gut laufen. Und auch wenn technisch besser zu werden, auch wenn spritziger zu werden, dann hoffe ich, klappt. Der 21-jährige Lukas Hofer, der eigentlich aus Montal in der Gemeinde St. Lorenzen stammt, aber sportlich in Antholz groß geworden ist, macht es in Russland noch besser und gewann WM-Bronze im Massenstart. Es war die erste Medaille für Italien bei einer Weltmeisterschaft seit 10 Jahren. Hofer lief heuer 9-mal in die Top 10 im Weltcup und gewann auch Bronze bei der Europameisterschaft in Ridnaun im Sprint. Besonders gefreut hat er sich aber über den 2. Platz mit der italienischen Staffel beim Weltcup in Antholz. Ich bin endlich vorne mit dabei, was ich immer gewollt habe. Ich habe viel trainiert für das. Ich habe miteinander wirklich so viel zusammengearbeitet wie noch nie, vor allem im Schießen. Ich habe mich wirklich viel gesteigert, bin zufrieden, aber nächstes Jahr ist für mich wichtig, noch mehr zu schießen und noch viel besser zu schießen und auch schneller werden zu auf die Ski, damit man wirklich vor einer Weltspitze immer mitlaufen kann. Mein Ziel nächstes Jahr ist, einen Weltcup-Sieg zu machen, vielleicht auch wieder weiter nach vorne bei der Weltmeisterschaft, aber ich lasse mich überraschen, was das nächste Jahr kommt. Schlussläufer der erfolgreichen Staffel der Azzurri in Antholz war Markus Windisch, der jedoch in Rasen nicht mit dabei war, der am Tag zuvor nach Australien geflogen ist. Auch sein jüngerer Bruder Dominik Windisch träumt von einem Start in Antholz vor seinen Fans. Heuer durfte er sowohl bei der Weltmeisterschaft als auch bei der Europameisterschaft starten, wo er 7. mit der Staffel wurde. Gelusten tut es mir brutal, aber heuer habe ich was zu der Zeit nicht so verdient gehabt. Und ja, ich hoffe, nächstes Jahr wird es besser gehen. Sie ist sicher ein großer Lebenstraum von mir, einmal da drin zu starten. In der Europameisterschaftsstaffel lief auch der 23-jährige Daniel Daschler, der in Ridnaun außerdem Platz 5 in Einzelrennen belegte. Sein größter Erfolg war jedoch das Debüt im Weltcup beim Heimrennen in Antholz vor 25.000 begeisterten Fans. Geschlafen habe ich sicherlich schon besser als vor dem Rennen. Aber ich glaube, ich muss lernen, mit dem Druck umgehen zu können. Und ich hoffe, die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, auch für eine weitere Saison, auch vielleicht im Weltcup nutzen zu können. Eine Medaille bei der Juniorenweltmeisterschaft in Novem Mesto holte sich der 18-jährige Benjamin Bleichner. Mit der Staffel gewann er Silber in der Jugendklasse. Bei der Europameisterschaft in Ridnaun verfehlte er hingegen eine Medaille in der Mixed-Staffel nur ganz knapp und belegte den 4. Platz. Die Junioren-WM ist wieder ein ganz großes Ziel, das ich nächstes Jahr erreichen will. Und ja, vielleicht, wenn du eine Medaille hast, dann schau, das war schon wieder ganz toll. Geehrt wurden aber in Rasen nicht nur die Biathleten, sondern auch der Kunstbahnroller Christian Oberstolz. Der 33-Jährige wurde mit Patrick Gruber Vize-Weltmeister im Doppelsitzer in Cesana. Überhaupt scheinen Oberstolz Gruber auf den 2. Platz abonniert zu sein, denn bei insgesamt 9 Weltcuprennen landeten sie sage und schreibe 6-mal auf Platz 2. Im Gesamtweltcup reichte es dann für den 3. Rang. Das ist schon einmal unzuheben, eine super Sache, aber mir will natürlich auch mal ganz Augen und jetzt hoffe ich, dass es die nächsten Jahre klappt.
Zu seinen Fans zählt auch schon die dreijährige Tochter Alexandra. Beim Fernsehen, beim Radl schaue ich oft einmal, wenn er nicht beim Radl ist. Und dann schaltet die Mama oft einmal den Fernsehen nicht. Ja, genau. Den größten Applaus bekam ihn Rasen Thomas Kircher. Vor einer Woche gewann er bei der Behinderten-Langlauf-Italienmeisterschaft gleich 3 Goldmedaillen. Außerdem war er heuer auch Landesmeister. Die Medaille hänge ich auch. Mach Papa Kosten und dann hängen die auch. Stolz präsentierte sich dann Thomas Kircher mit seinen Medaillen zum Gruppenfoto mit den erfolgreichen Athleten aus Rasen Antholz.